Wusstest du eigentlich, dass du deinen Geist gezielt trainieren kannst und dadurch dein Leben in jedem einzelnen Bereich extrem verbessern kannst? Du wirst dadurch in der Lage sein, mehr Kreativität zu entfalten, besser denken zu können, schärfer denken zu können, schneller denken zu können, mehr Konzentration zu leisten, mehr Fokus zu haben und vor allen Dingen dich nicht mehr so stark von deinen Emotionen kontrollieren zu lassen. Um unseren Geist zu trainieren, gibt es mehrere Übungen und ich möchte in diesem Video über die drei grundlegenden Übungen sprechen, die du machen kannst, um mehr Kontrolle über deinen Geist zu bekommen und ihn als Werkzeug zu nutzen, so wie er eigentlich gedacht ist. In der ersten Übung lernst du deine Gedanken zu verfolgen. Das bedeutet, du begibst dich in eine meditative Situation. Das kann im Sitzen sein, im Liegen, das ist eigentlich völlig egal. Du schließt deine Augen und du fängst einfach nur an für 5 Minuten, für 10 Minuten, für 15 Minuten deine automatisierten Gedankengänge zu verfolgen. Du wirst dadurch lernen, dass dein Geist, also dein Verstand, immer am Denken ist, auch wenn du gerade gar nichts zu denken hast. Du wirst dadurch verstehen, dass der der denkt, nicht du bist. Und du wirst auch erkennen, dass der Geist, wenn er viel am Denken ist, dich in einen tieferen Bewusstseinszustand runterzieht und du dadurch abdriftest. Das kennst du vielleicht, dass du versuchst zu meditieren und plötzlich hast du ein Loch von drei, vier, fünf Minuten und du weißt nicht, was gerade passiert ist. Das ist deswegen, weil der Verstand durch das andauernde Denken dich in eine dieser Gedankensituationen reinzieht und du dich selber vergisst. Um also die erste Übung zu meistern, musst du in der Lage sein, deine Gedankengänge für 10 oder 15 oder sogar 20 Minuten zu verfolgen und dabei scharf zu bleiben, nicht abzudriften. Das ist die Grundlage, um irgendwann mal Kontrolle über deinen Geist zu bekommen. Übrigens, wenn du gerne Meditation praktizieren möchtest in deinem Leben und Schwierigkeiten hast mit der Meditation, dann solltest du lieber mit dieser Basisübung starten und dir wird auffallen, dass nachdem du damit ein bisschen gut wirst, die Meditation, also die eigentliche Gedankenlehre, viel, viel einfacher funktionieren wird. Die zweite Übung ist nun die Gedankenzucht. Also du erzeugst proaktiv Gedanken in deinem Gehirn und versuchst diese Gedanken zu halten. Du nimmst dir zum Beispiel ein Objekt oder eine Situation, eine Visualisierung. Am einfachsten sind natürlich physische Objekte, weil diese keinen tieferen Sinn mehr haben. Du kannst dir einen Karton visualisieren, ein Möbelstück, eine gewisse Tasse, irgendetwas, was vielleicht auch keinen zu starken emotionalen Bezug zu dir hat. Und stellst dir dieses eine Objekt mehrere Minuten vor. Das hat einmal den Vorteil, dass dadurch deine Visualisierung, also deine dreidimensionale Vorstellungsgabe besser wird. Und außerdem bist du dadurch in der Lage, einen Gedanken längere Zeit zu halten, ohne dich wieder von den automatisierten Gedankengängen deines Verstandes ablenken zu lassen und noch weniger abzudriften. Und wenn du jetzt in der Lage bist, deine Gedanken zu verfolgen, dabei scharf zu bleiben und eigene Gedanken zu produzieren, kannst du dich nun an die eigentliche Gedankenlehre heranmachen, das, was die Menschen in der Meditation eigentlich erreichen wollen. Das bedeutet ein Zustand von absoluter Stille in deinem Kopf. Die Gedankenlehre wird so praktiziert, dass du wirklich einfach ruhig bist, einen Gedanken kommen lässt und ihn ziehen lässt und darauf wartest, dass der nächste kommt. Das Warten auf den nächsten Gedanken ist der Zustand, den du erreichen willst. Nicht das Abwehren und das Widerstand leisten gegen die Gedanken. Du kannst zum Beispiel sowas sagen wie, ich frage mich, was mein nächster Gedanke sein wird. Und in dem Moment bist du achtsam und du bist in der Gedankenlehre. Und das kann dann mal 10 Sekunden dauern, 20 Sekunden und mit der Zeit wird es immer und immer mehr. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, es so zu praktizieren, dass du dich wirklich bewusst 10 bis 15 Minuten hinsetzt und dann in die erste Gedankenlehre reingehst. Und wenn ein Gedanke kommt, dann lässt du ihn ziehen und gehst wieder in die Gedankenlehre. Und das kann dann dafür sorgen, dass du immer nur so 10, 15 Sekunden keinen Gedanken hast. Dann wieder ein Gedanke kommt, dann mal wieder 30 Sekunden keine Gedanken, dann kommt ein Gedanke, dann mal wieder 10 Sekunden keine Gedanken, dann kommt wieder ein Gedanke. Aber mit der Zeit wirst du auch Momente erleben, wo du wirklich ein paar Minuten lang komplett ohne Gedanken bleibst. Und das wird dir einen enormen Energieschub geben, weil die Dissoziation, also das Stoppen von Gedanken, letztendlich alle Energie in dir freisetzt. Denn 80% unserer Energie geht über das Denken drauf. Also nochmal. Erst lernst du, deine Gedanken zu verfolgen und nicht mehr abzudriften. Dadurch wirst du mental klarer, schärfer, kannst dich besser fokussieren und hast eine bessere Konzentrationsgabe. Zweitens, du stärkst deine Gedankenzucht, also das Erzeugen von Gedanken. Deine Visualisierung wird besser, deine Kreativität wird besser. Und dann lernst du die Gedankenlehre. Und die Gedankenlehre ist dann der Basiszustand, den du benötigst, um später auch in anderweitige transzendentale Zustände, tiefe Meditationszustände oder anderweitige Bewusstseinszustände zu switchen. Nutze diese Übungen so in der Reihenfolge. Du kannst das Ganze auch kombinieren, dass du dir eine Session machst mit zum Beispiel 20, 25 Minuten und dann machst du die ersten 10 Minuten Gedankenverfolgung, dann nochmal 5 Minuten Gedankenzucht und dann nochmal 10 Minuten Gedankenlehre. Also das ist komplett dir überlassen. Trainiere deinen Geist so, wie es für dich am besten wirkt und wie es sich für dich am besten anfühlt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und schreib mir auch gerne in die Kommentare, welche Themen dich im Bereich des Geistestrainings interessieren, dann kann ich auch gerne ein Video darüber machen. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.